Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Diesmal geht alles rund um Timo. Erstmal möchte ich mich allerdings bedanken, dass das Orianna-Video so gut bei euch ankam. Aktuell macht mir Nick wieder sehr viel Spaß. Das Bootcamp war auf jeden Fall anstrengend, aber auch wieder sehr, sehr cool. Und in dieser Folge soll es eben rund um Timo gehen. Ich habe leider mein Equipment tatsächlich beim Bootcamp vergessen. Das heißt, ich habe jetzt meinen Laptop angeschlossen und benutze den als Tastatur und habe meine Ersatzmaus am Start. Dementsprechend könnte das Ganze ein bisschen tricky werden, aber ich denke, Timo sollte auf jeden Fall funktionieren. Wir reden über Timo, weil Timo aktuell laut Champion.gg die höchste Winrate auf der Toplane hat, was erstmal überraschend wirkt, weil, let's be honest, so Timo? Really? Timo? I mean, fucking Timo? Ja, was dahinter steckt, ist allerdings eine ganze Menge an Dingen. Erstmal, runenmäßig gehe ich für Pressure Attack Overheal und ein relativ Standardbild für Corruption Potion Start. Ich nehme auch noch die Free Boots mit. Die muss man allerdings nicht unbedingt nehmen, weil du auch Attack Speed Boots rushen kannst. Ich wiederum habe das allerdings nicht unbedingt vor. Was bei Timo auffällt, ist, dass Timo unglaublich variabel ist. Also wenn ich tatsächlich darüber nachdenke, einen Champion zu one-tricken, da ist Timo tatsächlich einer der Champions, wo es relativ gut geht. Also weil du kannst Timo auf unglaublich viele verschiedene Varianten spielen. Du kannst Press the Attack spielen, wie ich es hier tue. Hat er mich gesehen? Na, maybe. Du kannst quasi Press the Attack Timo spielen, du kannst Airy Timo spielen, du kannst Komet Timo spielen mit ein bisschen AP-lastigerem Bild. Alles möglich, alles durchaus tatsächlich Optionen. Du könntest sogar Fleet Footwork spielen. Ist wirklich absurd. Timo ist tatsächlich einer der Champions, wo gefühlt alles geht, alles kann, nichts muss. Natürlich trotzdem die gängige Variante aktuell, die auch im Solo-Queue eigentlich am meisten gespielt wird, ist die On-Hit-Variante. Die On-Hit-Variante profitiert aus meiner Sicht sehr stark von Press the Attack. Gerade in längeren Trades kriegst du da auf jeden Fall nochmal mehr Damage durch. Die etwas Lane-dominantere Variante wäre mit Fleet Footwork und auch noch mit dem Domination Tree at Second, um auch da nochmal mitzunehmen, dass du... Oh, warte, ich kann den hier falten. Ist auf jeden Fall gesilenced, oder? Ich werde da wohl hinterher flashen müssen. Muss ich nicht, never mind. Sehr schön. WP. Was man oft sieht, ist, dass Timo Spieler mit Ignite spielen. Ich persönlich halte das für unnötig. Timo ist aus... Ich glaube, wir sollten den nochmal ganken. Aber wobei, der hat noch Flash. Oh, ich dachte, dass mein Giftsekt da reicht. Ich halte das persönlich für unnötig, weil Timo so oder so ein Lane-Bully ist und du tatsächlich mit dem Teleport später deutlich besser darin bist, einen Split-Push umzusetzen. Jetzt hat der Typ natürlich da gewordet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gank jetzt funktioniert, ist sehr gering. Ich werde den hier natürlich immer wieder meine Hits reindonnern. Ansonsten, Timo hat auch den einen oder anderen Buff bekommen, deswegen ist er quasi jetzt so dominant, wie er eben ist. Da hat Riot sich ein bisschen was bei gedacht, wo ich sagen muss, war ich persönlich überrascht. Ach du Scheiße. Weiß nicht genau, ob wir das machen können, so wie er sich das vorstellt. Ah, können wir wohl. Nice. Das hat gut funktioniert. Ich habe dummerweise da oben natürlich die ganze Wave verloren. Was natürlich jetzt nicht ganz optimal war. Habe allerdings jetzt einen Double Buff, der natürlich sehr, sehr toxisch ist. Auch in diesen Szenen Press the Attack obviously eine gute Ulysse. War mal. Ich war mir gerade gar nicht sicher. Ich hatte nämlich vorher überlegt, ob ich Airy gehen soll. Weil ich dachte, ich spiele ja gegen den Rise auf der Top. Der wäre natürlich jetzt witzig gewesen, wenn ich über Press the Attack rede, während ich gar nicht Press the Attack dabei habe. Der Rise reguliert gut durch. Twisted Fate natürlich auch tatsächlich recht hard to play in dem Matchup. Wenn du einen CS nicht kriegst, dann kannst du das auf jeden Fall mit Q manchmal lösen. Q ist kein Auto-Attack, sondern ein Spell. Das ist tatsächlich etwas, wo ich das Gefühl habe, das muss man am Anfang verstehen, weil das ist kein Auto-Attack-Reset, sondern es ist tatsächlich ein Spell. Was ich jetzt mache, ist den W aktivieren, um den Jungen ein bisschen zu chasen. Das liegt daran, dass ich den Red Buff habe, dementsprechend in den Trades sehr gut klarkommen sollte. Ich habe auch immer noch den Teleport, das heißt, ich sollte den gleich unbedingt ziehen, um noch mehr Lane-Dominanz... Oh mein Gott, ich habe mir den gemisst, Sad Life. Um noch mehr Lane-Dominanz zu haben. Tatsächlich ist das jetzt die einzige Phase im Game, wo ich wahrscheinlich sterben kann hier auf der Top-Lane. Das heißt, ich sollte jetzt recoilen. Der wiederum sollte mich natürlich nicht recoilen lassen. Macht er auch nicht. Ich sollte das wahrscheinlich einmal versuchen, hart durchzupushen, aber das wiederum ist gar nicht so einfach. Na gut, ich habe nochmal ein bisschen Damage gemacht. Jetzt werde ich auf jeden Fall recoilen. Wofür ich hier gehe, ist völlig überraschend Darkseid. Ach, der wird mich nochmal interrupten können, ne? Das war auch anstrengend, der Junge.
Jetzt hat er sich dadurch allerdings Intruded gefangen, das heißt, ich muss jetzt auch gar nicht mehr recoilen. Thanks, mate. Really work for you, I guess. Er kann mich trotzdem jetzt all in, das heißt, ich muss trotzdem sehr aufmerksam sein, ich darf nicht genockt werden. Der Javan hat relativ viel am Anfang um mich herum gespielt. Das heißt natürlich auch, dass ich eine gewisse Verantwortung trage. Teemo übrigens sehr gut unter dem Turm durch den E-Dot. Der ist ja immer noch Level 2, der Junge. Wie ist denn das passiert? Wie kann er denn immer noch Level 2 sein? Eieiei. Eieiei. Not sure what to do there. Das Ding ist, der Lee ist jetzt auch noch topside. Greede ich das jetzt und pushe das durch? I guess I will. Ich habe jetzt auch noch meine Ultimate. Die Ultimate natürlich eben das, was mit am meisten gebufft wurde, dass man das jetzt deutlich besser werfen kann. Das heißt, Teemo hat im späteren Spielverlauf tatsächlich die Möglichkeit, gerade bei Objectives mit weniger Vorbereitungszeit mehr zu machen. Das ist ein großer Vorteil, weil Teemo tatsächlich dadurch in den Objectives unglaublich stark ist. Muss sein, dass der Javan so viel Zeit Toplane investiert, weiß ich nicht, ob ich das Worth machen kann. Teemo allerdings, eine Problematik, die ich zum Beispiel bei Teemo sehe, ist, er ist nicht so ein guter Split-Pusher. Also er ist sehr gut im 1 gegen 1 und du hast sehr viele Möglichkeiten, tatsächlich damit Games zu carryen. Aber ich persönlich finde, dass Teemo einen relativ schlechten Turm-Damage hat. Wenn der eh auf Türme funktionieren würde, wäre das erstens Giga-Broken und zweitens wäre es auch ziemlich, ziemlich nice. Ich gehe übrigens für die Blade of Rune King-Variante. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es die beste hier ist. Aber wir haben Magic Damage im Team über den Twisted Fate. Das heißt, ein Full Magic Pen Build würde ich hier nicht präferieren. Blade baut man später immer auch noch Richtung Wits End. Ich hätte hier vielleicht sogar... Also Rage Blade ist tatsächlich auch ein interessantes Item. Und auch hier wieder, es gibt so viele Items auf Teemo. Holy shit. Du kannst quasi in jeder Situation, kannst du runenmäßig, aber auch itemmäßig unglaublich viel bewegen. Also du kannst... Teemo ist ein Champion, den spielst du tatsächlich mehr mit Brain im Shop als im Game. So, das ist... Du hast halt insane Optionen. Ja, geh doch durch, mein Junge. Trau dich doch. Ich glaube nicht mal, dass die mich hätten diven können. Trotzdem, WP, meine Tastatur ist insane weit weg. Das heißt, ich muss hier immer so ein bisschen Spagat machen. Wenn er mich fighten will, soll er es probieren. Ich sehe nicht, wo ein Teemo mich hier killen kann. Wieder ein Pilz hier auf die Castle-Mine zu setzen, um den General Push zu haben, wäre eine Option. Ich entscheide mich dagegen, weil ich glaube, dass der Yasuo kurz vorm Tilt ist. Und ich erwarte, dass das Enemy-Team relativ viel Zeit darauf investieren wird, mich jetzt zu ganken. Und desto mehr Pilze ich habe, desto mehr Counterplay besitze ich da natürlich. Ansonsten jetzt hier mit dem Attack-Speed wird es natürlich ein bisschen besser. Dadurch, ne, dass du viele Attack-Speed hast, ist das nice, aber der Base-Wert ist einfach relativ bad. Oh, what the fuck? Na gut. This was a bit forced. Ja gut, okay, hätte ich kommen sehen können, ne? Ich habe hier sogar ein Pinkboard, warum habe ich den nicht gesehen? Wahrscheinlich einfach fehlende Map-Awareness in dem Moment. Shit happens. Trotzdem natürlich etwas, was mir normalerweise nicht passieren sollte. Man muss den Lead natürlich pushen, aber du musst es ja nicht auf eine Art und Weise machen, wo du mehr oder minder hard intest. Ach, scheiße, dann kann ich da nichts mehr verkaufen. Ich wollte da eigentlich ganz gerne noch Andu machen. Um mir doch mein geliebtes Darkseid zu holen. Kennt die Sucht. Ich weiß nicht, ob der mich hier fighten will oder kann. Also ich weiß, dass es will, aber ich glaube nicht, dass es kann. Ich meine, ich habe Lifesteal. Das heißt, für mich ist die Sache relativ klar. Wechseln wir die Lane? Okay, weird, aber gut gespielt von ihm. Das hat er ganz gut gemacht mit der Wall da. Ah, mein Team fightet leider jetzt natürlich um die Weak Side herum. So eine Solo-Q-Krankheit. Was ihr machen könnt, ist quasi immer Pilze auf die Seite der Lane spielen, wo ihr nicht hin wollt. Ei. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht die beste Stimmung im Team.
Ich denke, dass der Yasuo hier Base gegangen ist, wenn er... Ja. Ich habe leider gerade keinen Pilz, um ihn in Empfang zu nehmen. Ist auf jeden Fall direkt den Pilz mitgenommen, den er eigentlich vorher sogar gesehen hatte. Muss natürlich immer wieder um den Tornado rumspielen. Sollte relativ klar sein. Das sind die mit Abstand besten Trades, die du machen kannst. Quasi du baitest ihn dazu rein, dass er... Ich habe Lifesteal, das heißt, ich überlebe das hier, wenn auch relativ close. Pew pew, das ist durchaus eine close Nummer gewesen. Das Ding ist, der... Eigentlich muss der Leaders jetzt deffen kommen. Aber der macht gerade unten den Drake. Das heißt, der Yasuo hat kein TP. Das heißt, ich push das jetzt hier tatsächlich mit dem Pilz. Um den Push quasi nochmal zu verbessern. Und weil ich dadurch jetzt hier oben das nächste Turret Plating kriege. Ich glaube trotzdem, dass wenn du zum Beispiel sowas wie Tristana Toplane spielst, was ja ähnlich Range Abusive ist, also du hast trotzdem sehr, sehr hohes Potenzial, auch mit Tristana ähnliche Plays zu machen, weil du halt einfach den Range-Vorteil ausnutzt, dann kriegst du zum Beispiel die Türme halt einfach unglaublich schnell. Du hast super viele Möglichkeiten, mit Tristana früh die Turret zu nehmen. Aber wenn du für einen Teemo gehst, für dich ist der Split-Push halt einfach nicht so krass, weil du die Türme nicht so schnell einreißen kannst. Das finde ich immer ein super weirdes Gefühl, aber so ist das einfach. Und ist einer meiner Probleme, die ich quasi mit dem Pick habe. Ansonsten finde ich den Champ an sich sehr interessant, weil das natürlich der Teufel persönlich ist. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass Teemo einer der neuesten Champion überhaupt ist, um dagegen zu spielen. Also ich glaube wirklich, Teemo ist ein Champion, da hast du einfach keinen Bock. Ja gut. Komm, Ulte. Boys. Please kill him. Ach komm. Ich werde jetzt hier oben die Kaiser trappen gehen. Die macht jetzt mal Bekanntschaft mit einem Teemo. Das heißt, sie verreckt langsam, aber sicher. Wenn ich da noch einen Ticken früher bin, dann kann ich natürlich meinen Invis auch noch ausspielen. Das habe ich generell in diesem Game bisher nicht wirklich gemacht. Die Gegner swappen quasi in meine Strongside rein. Was durchaus normal ist, hier quasi für einen Swap zu gehen. Aber ihn relativ hart auf die Füße fallen wird, weil Teemo exzellent gegen AD-Champions ist. Vielleicht könnte man Demolish mitnehmen. Aber ich mag diese Tonic Water-Variante eigentlich recht gerne. Ich werde jetzt hier oben das nächste Triple Plate mir natürlich gönnen. Der Blitzkrieg wird mich nicht alleine beantworten wollen können sollen. Das heißt, niemand wird mich beantworten, weil normalerweise müsste hier halt oben jetzt die Botlane sein, aber die ist verhindert dadurch, dass der ADC einfach gestorben ist, als er mich gefaced hat. Ich kicke oben jetzt auf den Turm, das sollte normalerweise natürlich Tötfestblatt sein, ist es allerdings nicht. Ich meine, da kann mich immer noch kicken. Und dann sterbe ich. Das habe ich bad gespielt, ne? Mal bad. Ich glaube, generell kann ich da schon mit dem Bush viel arbeiten, aber nicht gegen den Lee. Also, wenn der Lee weiß, dass ich da drin bin, sterbe ich 100%. Wenn ich einfach weiterlaufe, ist meine Überlebenschance sehr, sehr hoch in der Szene. Ja, das war actually terrible. So, das ist so ein bisschen das, du hast quasi ein Spell bei Lee, bei... Oh, warte mal, die Gegner sind relativ AD-heavy, ne? Schwer einzuschätzen, wohin die Reise geht. Wir stacken erstmal weiter Attack Speed. Verlieren jetzt Mitte so ziemlich alles. Oh, ich habe gar keinen TP. Hauptsache, ich gucke die ganze Zeit für den Teleport und habe gar keinen. Oh, ein TF. Missversteht die Szene. Generell mein Team ein bisschen auf verlorenen Posten, muss man sagen. Ich stehe 5-2, der Rest hat hier weniger Spaß im Game als ich. Ich habe ein Blade übrigens einmal ganz, ganz, ganz schlecht eingesetzt. Was du immer machen kannst als Teemo ist mit einer Erwartungshaltung spielen. Das heißt, du erwartest, dass die Gegner hier irgendwo hin wollen. Das heißt, du bist quasi schon ready. Hast quasi den Pilz rein. Bisschen cringe. Okay, der Lee ist ein bisschen fetter als mir, der Ryze ist ein bisschen fetter als mir lieb war. Ich wollte da mit dem Flash ein bisschen warten, aber der hat mich einfach gewonnen, kombo. Oh, schöner Sidestep.
Also so ein bisschen Movement drin zu haben, hat die Tristana da sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, ich gehe hier auf ein Wits End Bild, mit dem ich sehr gut in der Lage bin, den Ryze zu fighten und hoffe, dass der Twisted Fate den Yasuo halbwegs halten kann. Oh, schöner Hook. Oh, schöner Play. Oh, sick. Nice. Soll ich da noch reintippieren? Ich denke nicht. Ich werde Botlane gehen. I split now. Wow. Es ist gar nicht so einfach zu schreiben mit so einer Tastatur. Weil der Laptop so halb zu sein muss. Das ist. Ja, aber generell will ich natürlich jetzt im Split. Ich muss sagen, mein CS war das ziemlich terrible, ne? Dafür, dass ich so fett bin. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele CS einfach gemisst, scheinbar. Das ist natürlich nicht so optimal. Generell muss ich auch sagen, dass dieses Item-Bild mir nicht so liegt. Okay, ich bin auf dem Weg. Ja, dass der das Might Rail nicht gewinnt, das haben wir jetzt eigentlich ja schon ein paar Mal rausgefunden gehabt. Auch von mir hier wichtige Sidesteps. Alles natürlich auch so, wie man spielen soll dann in dem Moment. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das Rad da neu erfunden. Aber gegen den Ryze wird es einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Es macht es deutlich schwerer, die entscheidenden Spells zu treffen. Ich versuche mich jetzt hier unten wieder hochzuheilen. Mein Team wiederum geht für einen Chase. Ich glaube, ich hätte hier mitchasen sollen. Weil auch ein schlechter Call, der alle machen, ist besser als ein guter Call, den nur einer macht. Ich bereite mir jetzt hier einen Escape-Weg vor. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass ich hier gleich gegankt werde. Ja, die ist halt 8-4, ne? Aber auch hier wieder, ne? Also dafür, ich habe halt einen 1-7er Attack Speed. Da machen andere Leute ganz andere Sachen mit Türmen. Halt, weil Teemus Damage nicht AD-abhängig ist. Du kannst natürlich auch AD bauen, ne? Dann ist der Speed Push auch besser. Aber dann hättest du besser auch einen anderen Champion gepickt, wenn du AD haben willst. Ach du Scheiße. Ja, ich gehe weg. Ich meine, ich kann ja so immer noch falten, aber es ist nicht mein Idealszenario und ich habe Prozent jetzt ab. Hallo. Oh, er ist nicht in den Pilz rein. Mach das Ding auf! Okay, da muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das spielen will generell. Weil offensichtlich landet ja so nicht immer... Oh. Ach, warum denn? Ach, warum denn meine Kill... Ach, mein Gott, das... Ach! Meine Augen! Puh. Also das auf den Twisted Fate zu blame. Oh Gott, es hat gereicht, okay. Ich überlege gerade, ob der Blitzcomb mich jetzt ducken kann. Ich denke, er wird hier noch irgendwo around sein. Ja, ich habe wirklich noch den Topf. Ach, er ist mittig. Ach Mann. Ich glaube, ich kann das One versus tun. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gegen den Ryze kann. Der scheint hier so mit der sinnvollste Spieler von denen zu sein. Ja, ist bad von mir. Der Pilz ist nicht gut genug gelegt. Wenn du einen Pilz in die Mitte eines Busches legst, ist das hier immer die falsche Entscheidung. Weil der Gegner offensichtlich immer durch den nächsten Punkt durchlaufen muss. Wenn ich hier den Pilz richtig habe und quasi gegen Blitzcrank mit den heftigen Slow anfange, werden seine Boots of Mobility gedeeprockt und ich kann das tausendmal besser spielen. Was ich hier stattdessen mache, ist quasi ich opfere mich selber und stehe dann da wie der letzte Depp. Super ärgerlich. Was ich hier als Item wird überlege, ist ein Frozen Mallet. Das ist ein situatives Item natürlich. Die Alternative wäre zu sagen, hey, wir gehen hier für den Rageblade. Weil Double Owned Effects sind nice, aber ich habe jetzt schon so viele Text, die ich nicht ausbauen kann. Deswegen ist es auch nicht mein Lieblings-Item-Bild. Weil ich persönlich nicht der... Ich bin nicht der geborene ADC. Und ich bin auch nicht der... Allein dadurch, dass ich keine Attack-Move spiele, habe ich extreme Probleme auf dem Attack-Speed quasi noch zu kiten oder ähnliches. Deswegen werdet ihr immer wieder sehen, dass ich tatsächlich stehen bleibe. Statt zu kiten, was nicht daran liegt, dass ich in der Szene potenziell nicht kiten will, sondern dass es unglaublich schwer ist, auf den Attack Speed noch zu kiten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich aktiv dadurch Sachen verliere, nämlich Damage, ist unglaublich hoch. Das Problem ist, jetzt kommen wir in die Situation, wo ich den Yasuo permanent facen muss.
statt den Rice, wie ich es mir wünsche. Ich hätte jetzt hier trotzdem Richtung... Ja, ich glaube, wenn man so sehr A sagt wie ich hier, dann muss man wahrscheinlich auch B sagen. Und da musst du jetzt auch das Ragebait bauen für den ultimativen Kick. Ich glaube, dass der Yasuo, dadurch, dass er in der Lane so hart verkackt hat, allerdings immer noch unglaublichen Respekt vor mir haben wird. Vor allem, weil er auch in jeder Szene bis jetzt stirbt. Ich muss den Pilz allerdings anders positionieren, der nicht gegen die... das ist übrigens meine Wurfreichweite, die ist schon relativ gut. Der mich gegen die Yasuo-Ult schützen soll. Den muss ich anders positionieren. Also ich gehe für ein paar defensive Pilze. Generell auch ein bisschen die Problematik an dem Bild, also im Gegensatz zu dem Ludens Magic Pen Bild, ist, dass du keine Cooldown Reduction hast. Und dadurch, dass du keine Cooldown Reduction hast, hast du nicht so viele Pilze. Dadurch, dass du nicht so viele Pilze hast, bist du obviously natürlich nicht so viel wert. Ach man. Oh. Manometer, ey. Ich wollte den Ward clearen, dann ist Jarvan nicht aus dem Busch raus und ich wollte ihm Backup geben, aber der hat das einfach recht mit viel Selbstvertrauen gesidesteppt. Und ist halt auch einfach gigatilt und lässt es halt drauf ankommen. Und ich stehe dahinter und kriege das Ding halt einfach nur wie so ein Brett ins Gesicht. Ich glaube, Frozen Medic gibt mir mehr, weil aktuell int ich halt auch einfach, weil ich gar keine defensiven Werte habe. Und Frozen Mallet würde mir halt genau das geben. Ne? Aber es ist halt auch nur ein 20% Slow. Ride Ice wäre natürlich die schönere Option. Ride Ice gibt mir allerdings nicht so viele defensive... Boah. Ja, okay. Whatever. Free Damage or nothing. Ja, der Jarvan scheint jetzt auch eher zu trollen. Also der scheint nicht mehr voll bei uns zu sein. Ich denke, wenn die das hier spielen wollen, dann sollen sie es probieren. Ah, never mind, meine Pilze sind gone. Red Trinket natürlich ein großer Spielverderber. Einen haben sie allerdings zumindest nicht geklärt, das ist ja schon mal ganz nett. Boah. Die neue Range muss man auf jeden Fall hart respektieren. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Movement Speed auch. Oh, was? Oh, er ist halt wirklich einfach nur noch am Derpen. Wenn Leute lieber schreiben, als dass sie spielen, dann weißt du immer, das ist problematisch, das Game. Würdet ihr sagen, der hat Damage der Rides? Wichtiger Sidestep natürlich. Da kommt auch ein Flash Blitzcrank Hook. Zumindest hat er mit den Gedanken gespielt. Schade, ne? Da kann ich leider halt auch gar nichts machen. Ne? Ja, ein bisschen ärgerlich. Am Ende verlieren wir das Game hier natürlich wegen dem Jarvan. Ja, obviously so. Der Typ hat halt einfach keine Lust mehr zu spielen und rennt jetzt das Game runter. Aber ich war so fett, dass ich das Game normalerweise carryen kann. Trotzdem muss ich sagen, mit Teemo kommst du sehr oft in diese Situation, dass du so stark bist. Ich persönlich würde euch eher das Ludens Double Magic Pendants Wert legen, aber das hier ist die Variante, die definitiv am meisten gespielt wird und auch die Variante, die sehr, sehr erfolgreich ist. Ich verstehe auch, warum Teemo so eine hohe Winrate hat, weil einerseits tilt er die Gegner, andererseits ist er sehr lane-dominant und außerdem ist seine Objective Control ziemlich, ziemlich gut. Ich persönlich werde nicht so gigawarm mit dem Pick, wegen diesem schwachen Damage auf den Turm. Deswegen gibt es natürlich auch das AD-Bild, was durchaus möglich ist. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob man Essence Reverb baut, weil man dann die Cooldown Reduction und die AD-Werte hat und da vielleicht ein bisschen durchregulieren kann. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt jemanden ordern kann, weil ich den Chat nicht wirklich mitverfolgt habe, aber die beiden haben sich gehasst. Ich order einfach nur den Pike, weil ich mir denke, irgendwie muss ich hier ordern. Also muss ich nicht, aber fühlt sich auch weird an. Am Ende des Games habe ich natürlich extrem viel Damage gemacht. Der Ryze hat das allerdings natürlich auch unglaublich souverän runtergespielt. Kann mir vorstellen, dass der Ryze vielleicht nicht unbedingt auf die Elo gehört. Also es gibt wenige Leute, die tatsächlich Ryze gut spielen. Aber ich kann mich da natürlich auch komplett irren. Und der kann einfach, der spielt halt einfach sehr viel Ryze. Ne? Da gibt halt OTPs, die können das. Ach so, scheiße, ihr seht ja den Client gar nicht. Naja, er war kein Smurf. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge. Es ging rund um Teemo. Ich hoffe, ihr euch hat das Video gefallen, obwohl ich im Midgame ein paar Fehler gemacht habe. Aber auch das gehört dazu. Ich glaube, ich hatte das Potenzial, das Game zu carryen und die Champion, das Game zu carryen. Ich habe es allerdings nicht gut genug gemacht. Und dann ist einer meiner Leute mit Boom gegangen, weil so ist die Solo-Queue halt. Lasst euch davon nicht den Tag vermiesen und lächelt einfach ins nächste Game rein. Tschüss, bis bald, euer John.